ja vor dem Globus in Zürich und das ist ein spezieller Ort, halt ein bisschen frequentiert von Besuchern, von Fußgängern, von Leuten, die hier einkaufen. Wir haben die Chance bekommen, die Schweizer Paraplegische Stiftung hier vorzustellen. Es ist ganz unterschiedlich, es ist noch spannend, zum Teil laufen die Leute vorbei und tun so, als ob sie den Stuhl nicht sehen. Wenn man sie dann nachher aber fragt, outet sie sich, dass sie das sehr betroffen gemacht hat. Angefangen hat es eigentlich vor ja, doch schon 15 Jahren mit einer Anstellung, also mit einem 50% Job, den ich bekommen habe, der Schweizer Paraplegische Vereinigung. Das ist Selbsthilfeorganisation von der Rollstuhlfahrer in unserem Land. Mit dem Auftrag, eigentlich Nachwuchssport aufzubauen, helfen. Das ist im öffentlichen Raum vorwiegend, weil daheim hat man sich so eingerichtet, dass es barrierefrei ist. Aber im öffentlichen Raum stoße ich immer wieder an Trottoirkanten, die vielleicht für mich zu hoch sind. Ob schon nicht die einen und anderen kann meistern, aber das ist dann eigentlich schon ein bisschen Wagen. Es gibt Stegen, es gibt Gelände, wo man nicht durchkommt mit dem Rollstuhl. Es ist Spontanität irgendwo am Sandstrand, ist auch nicht möglich. Also es gibt, wenn man geht grübeln, schon noch viele Hindernisse. Auf der anderen Seite aber versuchen wir es natürlich, das Leben ein dort einzurichten, wo es für mich möglichst komplikationsfrei laufen kann. Gut, wir haben auch spannende Aktionen erlebt vor dem Globus Zürich. Es war wirklich spannend, mit den Leuten ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen zu sensibilisieren für das Thema Rollstuhlquerschnittlehrung. Und jetzt aber gehen wir auf den Weg, weiter, Richtung Aarau. Und ja, man sieht sich. Tschüss, mit Dank.